Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Generations Ultimate. Hier mit unserem Mufasa. Oder warst du Mufasa, oben war Mustafa, oder? Ich weiß, hier links war noch Moody und Berla war oben. So viel weiß ich noch. Wir haben fucking lange nicht mehr aufgenommen. Guck mal, wie sie mich vermisst haben. Sie wackeln jetzt so schnell mit ihrem Schwanz. Ah, ist das nicht toll. Ah, und ich weiß, was ich am meisten vermisst habe. Und zwar meine Fellknäuelchen hier. Und damit meine ich nicht meine beiden Katzen, die... Guck mal, mit denen kann man nicht mal interagieren. Die steht einfach nur so da und schnuppert in der Luft rum. Ich kann die nicht mal streicheln. Mit Honey konnte ich auch bloß offscreen Spaß haben. Wenigstens meine wunderbaren Movies kann ich hier auch währenddessen beblumen. Ich will jetzt mal nicht besamen sagen, weil das könnte einen gegebenenfalls auf falsche Fährte und Ideen bringen. So, während ich noch kurz meine letzten drei Movies begrüßen muss, unter anderem auch Döner, den dürfen wir nicht vergessen, der fühlt sich immer so zurückgelassen, obwohl ich ihn zum Essen gern habe, muss ich noch kurz sagen, ja, es kam jetzt eine verkackt Langeweile, kein Monster Hunter. Lag, wie gesagt, einmal darin, dass ich vorm Campen es nicht geschafft habe, genügend im Voraus aufzunehmen. Bei dem Versuch, genügend im Voraus aufzunehmen, hatte ich Migräne bekommen. Und Migräne mit Aura heißt es übrigens, meine Mutter hat mich mal aufgeklärt, meistens indiziert durch Stress. Ja, ich bin der einzige Lappen, der beim Spielezocken Stress hat, und zwar so viel, dass er Migräne bekommt. Nennt mich schwach, nennt mich, ziemlich schwanzfixiert hier. Aber ja, das passiert halt. Deswegen habe ich es jetzt erstmal die Wochen danach eher langsamer angehen lassen. Nicht direkt wieder 500 Videos am Tag rausgebildet. Also, ich meine, es waren effektiv pro Tag 2 bis 4 Stunden, die ich hochgeladen hatte, bloß im Voraus aufnehmen. War vielleicht etwas zu viel, sowohl für euch zum Schauen als auch für mich zum Aufnehmen. Hat mir mein Körper dann signalisiert. Gut, deswegen habe ich das Ganze ein bisschen langsamer gemacht, mal geschaut, ob überhaupt noch Aufnehmen Spaß macht. Dafür mal ein paar Let's Plays aufgenommen, die nicht Monster Hunter sind. Das hat Spaß gemacht und dachte mir, gut, kannst du, wenn ja, weil ja wieder nichts passiert ist, erstmal wieder zurück in deine alten Gefilde zurückgehen, denn wir haben da ja noch Monster zu schlachten. Wobei, da sind wir noch nicht. Wir müssen erstmal Items abliefern. Ist irgendwie in diesem Spiel wesentlich häufiger da. Oh shit, ich habe gerade Döner vergessen. Döner, du machst mich schöner. Meh. Verstehst du noch nicht? In ein paar Jahren wirst du es verstehen. Erstmal oder dich streicheln. Ja, sein Gesicht muss genau da hängen und meine Hände genau da sein. Nein? Doch, müssen sie. Blöck. Da hat das wieder ausgespuckt. Ey, schlucken nicht spucken, Döner. Das ist wichtig. 3, 2, 1, 4. Wuhu! Ich habe ihn mit meiner Liebe beglückt und andersrum. Ah, ja, da kommt er wieder zwischen meine Beine. Genau, da gehört mein Döner hin. If his age is on the clock, he is ready for the cock. Gut. Also, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich habe mal die Kommentare, die so in meine Abwesenheit gekommen sind, ein bisschen überflogen. Und zwar habe ich in meinen letzten Aufnahmen, wo ich darum voraus aufgenommen hatte, festgestellt, okay, ich habe mit Langschwert, mit Bogen und mit Großschwert gespielt. Ich glaube, das waren sie. Die Kommentare bestanden im Wesentlichen daraus, bitte hör auf, mit Langschwert, Bogen und Großschwert zu spielen. Du bist scheiße. Danke für die aufmunternden Worte von euch an dieser Stelle. Könnte auch ein Grund deswegen gewesen sein, warum ich erstmal keinen Bock hatte, Monster Hunter zu spielen. Und nichtsdestotrotz, ich hätte jetzt wieder die Wahl gehabt, okay gut, entweder ich sag scheiß drauf oder ich sag, lass mal wieder jede Runde oder jede Aufnahmesession irgendeine Waffe mit irgendeinem Stil durchprobieren. Um dann irgendwann alles zu können, damit dann das Let's Play vorbei ist, wenn ich alle Waffen durchprobiert habe. Weil das ist hier halt nochmal ein bisschen mehr als in den anderen Spielen. Hier kommen wir mal ein bisschen Eisenerz dazu, habe ich ja genügend. So, viel Spaß und dann könnten wir direkt die Waffe mal verbessern. Ja, komm, irgendwann müssen wir mal eine verbesserte Waffe bauen. Gib mir meinen Daunenstab. Ah, da geht's nur runter auf Stufe 1. Interessant. Wir müssen jetzt Kutku-Sachen abgeben zu verbessern und Champignon-Kamm. Ja, das ist 100% ein Champignon-Kamm, vertraut mir. Und Kezo-Sachen, och nein. Wobei es war klar, dass es den hier auch gibt. Es gibt wahrscheinlich so ziemlich jedes Monster hier drin, was das Coole daran ist. Oh, Kinsekt verbessern, kommt genauso mit in Frage. Ich muss wahrscheinlich erstmal wieder füttern. Habe ich überhaupt Gelee? Ich habe Gelee. Geschwindigkeit gibt's nicht, doch gibt's. Habe ich was dafür?
Ideal zur Aufzucht, starker, robuster, schneller Kinsekten. Gotta get fast, ich will meinen Sonic haben. Yo. Und noch mehr Sonic. Was war das andere? Robust. Robust? Warum brauchen die Gewichte wie bei Mario Kart oder was? Gehen wir es mal ein bisschen mit dazu, dann weiß ich's. Vielleicht für irgendwelche Verbesserungen. Und vielleicht ein bisschen Kraft, wobei mir Geschwindigkeit echt am liebsten wäre. Gut, ich bin verbleibend 5. Füttern wir den erstmal voll. Wir haben bereits bei Digimon der allerersten Staffel gelernt, als Agumon zu Sky Greymon wurde, dass sein Vieh überfüttern immer eine gute Idee ist. Vor allen Dingen habe ich Kinsekt noch mehr zu füttern, hat keinen Effekt mehr. Oh, vertrau mir, es wird fett. Das ist ein guter Effekt. Und dann habe ich noch Ambrosias. Ah, also Elementeigenschaften. Und da habe ich scheinbar bloß Eis. Ja, besser als gar nichts. So, kann ich jetzt die Klebe verbessern? Nein, was fehlt mir? Ah, Material und... Oh, Geld! Shit, das gab's ja auch noch. Habe ich komplett vergessen. Gut, wie gesagt, war die eine Option. Einfach nur jetzt jede Session nochmal, weil es gab ja sowas wie Trainingsquest hier. Ja, laufen wäre auch mal ein gutes Training. Und zwar hier diese, ja, hör auf mich voll zu labern, da Training, wo man halt alle möglichen Grundlagen, Pirscher-Grundlagen und so weiter sofort machen könnte. Oder, worauf ich mich jetzt mit mir selbst geeinigt habe, auf Verdacht hin, dass ich gleich... Hey, Dankeschön. Dankeschön. Was habe ich für ihn getan, dass er mir mich jetzt mit solchen Geschenken überhäuft? Das wollt ihr gar nicht wissen. Egal. Oder ich sag halt genau, fuck it, egal, scheiß drauf, ich lebe mit dem riesigen negativen Backlash von ich lerne halt das Spiel beim Spielen und nicht durch Training und werde vielleicht ein paar Mal häufiger sterben und machen wir selbst so das Spiel ein bisschen schwieriger, das macht mir Spaß und werde vielleicht irgendwann nach 100 Parts immer noch neue Sachen lernen können. Ja, ich scheiße diesmal auf das gottverkackte Training. Was ich mir angeschaut habe, sind ein paar Sachen zu dem Pirscher. Weil mir gesagt wurde, es könnte mir gefallen, wenn ich wüsste, wie es funktionieren würde. Das ist jetzt allerdings so lange her, dass ich es vergessen habe. Vielleicht erinnere ich mich wieder dran, das könnte durchaus sein. Ich weiß, vielleicht würde es irgendwas bringen, für mich jetzt hinzugehen und zu trainieren und so weiter und so fort. Aber ich habe da einfach keinen Bock drauf. Und normalerweise würde ich das Training auch nicht machen. Denn welcher wahrer Mann nimmt sich schon eine Anleitung zum Bau eines Dings? Ich weiß nicht mal, wie man Dings heißt. Schrank. Kühl, nein, warte, Tisch, Ikea-Zeugs, niemand. Also, gut, dann fehlen noch immer ein paar Schrauben und es fliegt zusammen, aber das ist egal, ein wahrer Mann kann es auch ohne. Apropos ein wahrer Mann, Lady, ich bin für Sie da. Die Gilde hat mir gesagt, dass du dich um die Makaken gekümmert hast. Vielen Dank, Jäger, im Namen des ganzen Dorfes. Ich wollte dir wirklich nicht zur Last fallen, aber ich habe geahnt, dass du uns nicht hängen lassen würdest. Ja, ich hatte leider keinen Strick da. Vielleicht hast du ja gesehen, dass du in deiner Belohnung auch eine Sternguggerblume. Eine Sternguggerblume. Ein nicer Name ist. Das ist ein kleines Geschenk von uns. Hier im Dorf. Erneut vielen Dank. Okay, und was soll ist jetzt eine Sternguggerblume? Sie guckt wahrscheinlich Sterne an. Ist wahrscheinlich ein Nachtschattengewächs, würde ich mal. Wobei ein Sternenlichtgewächs da auch passen würde. Egal, ich habe jetzt schon ungefähr, nur 5 Minuten, 9 Minuten gelabert. Alles gut, das kriegt man noch hin. Ich könnte mal wieder die Superquest-Jagd des Tages machen, um mich ein bisschen einzuspielen. Den brauche ich, glaube ich, sowieso für so ziemlich alles. Ich weiß, den habe ich schon mal erledigt, aber wenn wir einmal hier sind, Berner-Chefin, lass den mal kurz machen. Und ich sollte vielleicht auch, bevor ich gleich losgehe, auch wenn sie mich jetzt schon so motivierend von hinten angesprungen hat, ja, sie wollte mich auf jeden Fall reiten. Wo sollte ich nochmal kurz wegen meinen Stilen gucken? So, was ich zumindest machen kann, ist die Informationen durchlesen. Dafür stehen sie ja groß und fett daneben. Und vor allen Dingen auf eure Kommentare hören, denn damit lerne ich, glaube ich, letztendlich immer noch am besten, einfach drauf zu hören, was ihr mir sagt. Also, was vielleicht noch am schlauesten wäre, vielleicht erstmal mit jeder Waffe einen Gildenstil auszuprobieren. Den Gildenstil, soweit ich jetzt das gelernt habe, ist grundsätzlich normal, also vor Ultimate, mit wenn neue Moves da sind, dann mit neuen Moves. Damit ich erstmal weiß, was er grundsätzlich kann und dann kann ich danach, ja, Schlussfolgerung, was sie verlernt hat, in anderen Stilen. So, das können wir jetzt einfach strategisch nacheinander durchgehen. Das ist mir lieber, als eine scheiß Trainingsquest zu machen. Schickt das Kinsekt mit hoher Geschwindigkeit auf das Monster. Wenn gut gezielt, wird das Kinsekt 3 verschiedenfarbige Extrakte sammeln. Oh, das ist geil. Die Dauer der Effekte dieser Extrakte ist kurz. Okay, und Schwarm?
Oh, ich bin ein Frauenschwarm schon immer gewesen. Beschwört ein Schwarm schützender Insekten. Um die Jäger positionieren und alle Gegner angreifen, die zu nahe kommen. Boah, das sind meine Babos. Willkommen in der Hut. Das nehme ich mit. Und der Extraktjäger, nicht der Extrajäger. Ach, oh, doch. Doch, Extrakt. Wobei Extrajäger ist kürzer. Nehmen wir es Extrajäger. Könnte auch ganz cool sein. So, zwei Jagdtechniken. Mitglieder der Jägergilde aus einer vielseitigen Mischung von Angriffen kannst du zwei Jagdtechniken auswählen und dich hier dazu anpassen. Genau. Kannst du Objekte wie Fallen und Tränke bei Jagdschelle einsetzen. Gut, weiß ich, alles klar. Lesen wir uns jetzt einfach Stück für Stück durch. Ich weiß, meine Katzen sind scheiße und ich bin wahrscheinlich immer noch nicht gut darin, die zu trainieren. Aber ich habe ein Movie, was mir hinterher springt. Das gleicht das aus. Okay, gut, sind wir auf demselben Punkt. Also der Punkt ist, ich spiele halt scheiße, gewöhnt euch dran oder lacht mich aus. Das sind die Optionen, die ihr habt. Sie ist ein ziemliche Ziege. Bis bald. Ich nenne sie einfach Schatzi. Alles klar, Schatzi gibt mir jeden Tag neue Aufgaben, ist wie meine Mutter damals. Hashtag Ödipuskomplex. Gut, haben wir noch unsere tägliche Aufgabe, der springende Schurke. Eine Alliteration, oh wie nett. Wer sich das mal wieder ausgedacht hat, muss ein wahres Genie gewesen sein. So wie müde Männer macht Milch munter. Das habe ich gerade noch so gerettet, obwohl ich falsch angefangen habe. Gut, also, was können wir? Wir können grundsätzlich angreifen. Ich sollte ja die grundsätzliche Steuerung nicht vergessen haben. Übrigens, da mir das gerade einfällt, machen wir es mal Schritt für Schritt. Um das Meme kurz nachzumachen. Dü, 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 dü. So, das Meme habe ich bei der letzten Session angesprochen, wo halt ein Typ da stand, Jurassic Park, mit dem im Hintergrund kam. So, haben sie wahrscheinlich alle schon vergessen, meine Zuschauer, weil ist über einen Monat her höchstwahrscheinlich. So, des Weiteren. Ich kam jetzt darauf, weil ich nämlich kurz vor der Aufnahme mir eine Evolution of alles angesehen habe. Also einmal Evolution of Meme Music, Evolution of Filmmusik. Alter, bist du langsam. Da kacke ich ja schneller, als du fliegst. Gut, dass ich die Geschwindigkeit noch weiter hochballern werde und will und muss. Und dann noch eine Evolution of Game Music, glaube ich, auch noch. Naja, und unter anderem kam da halt auch Jurassic Park durchaus vor. Und ich wurde aufgeklärt, dass, was ich immer fest überzeugt der Meinung war, was eigentlich das fliegende Klassenzimmer hätte sein sollen, von der Melodie her, heißt eigentlich Amelie und kommt von irgendeinem Film von 1990 und Apple-Stückchen. Was für mich eine tiefste Offenbarung war, die ich ziemlich komisch fand. Mein komplettes Leben war es effektiv eine Lüge. Um es mal ganz kurz aufzuklären. Ich hatte dann noch versucht, irgendwie für mich so eine Erklärung zu finden, wie ja, die Lieder klingen bestimmt unglaublich gleich und eigentlich ist es bestimmt auch im Grunde dasselbe, aber nein, sie klingen grundverschieden. Und das heißt, ich muss eigentlich nochmal das fliegende Klassenzimmer schauen, um herauszufinden, warum zur Hölle ich auf diese Idee kam, es hätte dasselbe sein können. So, kommst du kurz zurück? Ginsekt! Wuhu! Hier, vor mir ist der! Warte, kann ich nicht theoretisch... Hier kann ich anvisieren. Ich kann hier kein Zielding schießen. Alter! Das hat auch Ausdauer hier. Das ist der blaue Balken. Und ich bin zu groß! Ich bin zu sehr auf den High Ground! Man kann zielen. So. Das hat gut genug funktioniert. Alles klar. Können wir springen? Das ist die große Frage, der wir uns jetzt irgendwie stellen müssen. Was für Angriffe kann ich eigentlich mit meiner Insektenklebe? Lass mich mal kurz ein bisschen rumprobieren. Hier wäre Training vielleicht jetzt gar nicht mal doof gewesen. Also ich kann natürlich mein Kinsekt losschicken. Ich kann ihm Dinge in den Arsch schießen. Das ist auch immer sehr schön und gut zu machen. Ich kann aber nicht in die Luft springen. Das muss man mal ganz kurz mit ankündigen. Das geht leider nicht, was doch so der kurze Angriff vielleicht mit gewesen wäre oder immer war. Immerhin, es kann nicht sein, dass das nicht geht. Vielleicht ist das beim... Bye-bye, Motherfucker. Beim Luftkampfstil mit dabei. Dass man da halt eher die Luft springt, wobei es war eigentlich nur so, dass man rollt und dann irgendwie wegkommt. Tja, wer weiß. Erstmal aktivieren wir meinen Schwarm.
Komme zu mir! Angriff! Glaube ich. Machen sie etwas? Ja, sie leuchten blau. Es ist blaues Licht. Yay! Okay, doch, sie haben Schaden gegeben. Effektiv ist das, Dornen. Schaden. Ihr habt doch jetzt nicht Reden ist immer noch schwierig, obwohl ich jetzt schon 6 Stunden Civilization miteinander gespielt hatte. Also nicht jetzt, vorher, aber insgesamt. Ihr denkt doch nicht wirklich, dass ich nach so langer Abstinenz beim allerersten Kampf, bei der ersten Quest, nicht direkt wieder draufgehen würde. Hat hoffentlich wirklich niemand vermutet, ansonsten habe ich ihn nun bitter enttäuscht und das mit vollends gewollter Lust und Laune. So, jetzt mal die Grundaussage. Ich kann immer noch leichte und schwere Angriffe machen. Okay, mit X und A, das ist klar. Ich kann die Waffe wegstecken. Meine Waffe pfeift. Oder? War es die Waffe? Keine Ahnung. Und das Wichtigste ist, ich kann echt nicht hochspringen. Also mit keiner Tastenkombi, die ich hier gerade kennen würde, funktioniert das Hochspringen. Weil, wie kann ich die Karte groß und klein machen? Wie habe ich die Karte gerade groß gemacht? Aber das war mit Reindrücken von der Taste, ne? Genau. Das hier unten sind die Special Moves. Ja, dann habe ich keine Ahnung, wie das gehen hätte sollen können. Und mein Typi ist nicht hier. Aber er hat einen Shiny Drop hier gelassen. Mal sehen, was der Großmakakengehen so hinter sich lässt. Dünger! Der verschwindet, wenn ich zu nahe komme. Gott verdammt. Egal. So ein Großmakaken wird schon nicht allzu schwer zu erledigen sein. Ach, und noch ganz wichtig, meine Wingfrau schlägt mich, weil sie die Fähigkeit dazu hat. Das sind auch so Sachen, die hätte man mir vielleicht mal eher sagen können. Gut, ich war nicht da und habe voraus aufgenommen. Gut, man hätte sie mir nicht eher sagen können, aber die hätte ich trotzdem ganz gerne eher gewusst. Ich weiß nicht mehr, wie die Fähigkeit heißt, aber sie hat sie. Irgendwie Stirnfried oder so in die Richtung. Just saying. Das heißt, Wingfrau schlägt mich wirklich gerne. Sie steht halt auf solche Sachen. Manche Leute sind da eher äußerst anfällig für, auch mal Freunde wegzuhauen. Und wo zur Hölle ist das groß mal kacken? Wahrscheinlich auf dem Klo. Dann schauen wir halt mal ganz fröhlich und fruchtig weiter. Ich denke nicht, dass er schon gehumpelt hatte. Ansonsten wäre er vielleicht zu seinem Schlafplatz zurückgegangen. Ah! Makaken! Bam! Ins Face! Wie lange muss ich denn dafür aufladen? Okay, alles klar. Dann machen wir es mal später. Warte, ich muss kurz... Da war es Kinsey. Genau. Ich muss kurz die Steuerung herausfinden. Das ist der Nachteil daran, wenn man männlich ist und halt nicht alles von selbst machen lässt. Man muss auch irgendwie das Ganze in einer dreidimensionalen Ebene machen können, oder? Also ich bin ja momentan nur... Ah, guck mal! Hier ist es! Man kann doch springen! Mein L ist bloß komisch, was das angeht. Komm, flieg nochmal weiter oder komm mal zurück. Warte. Warum hat es die ganze Zeit nicht funktioniert? Wahrscheinlich, weil ich doof bin. Gut, das heißt, ich kann wahrscheinlich trotzdem, auch wenn es jetzt nicht weiß wie, irgendwie in der dritten Dimension noch mit meinem Kinsekt schießen, um diesen scheiß Schwanz zu treffen, auch wenn er am Boden ist. Komm schon. Aber wenn einfach nur Kamera nach unten nicht ausreicht, dann sind leider alle meine Ideen und Theorien weg. Warte, das hier ist nicht Monster Hunter World. Heißt, ich kann nicht wild in der Luft hin und her springen. Gut. Dann wird das Treffen eines Makakens äußerst schwieriger. Komm her, gelaufen. Yay, ein Treffer. Ich bin so stolz auf mich. I did something. Woohoo. Wow, und danach stand ich neben ihn und hab daneben geschlagen. Okay, gut, geht in Ordnung. Das machen wir gegen größere Monster und nicht gegen den Kleinen. Oh, ich habe ihn weggeschleudert. Wusste ich. Ich dachte nicht etwa, dass er gerade irgendeinen wilden Angriff plant. Ich doch nicht. Ich weiß immer genau, was meine gegnerischen Monster vorhaben, was sie tun wollen, wie sie es wollen, mit wem sie es machen. Nehmt mich einfach die kleine Spinne. Bin wie Wahres. Ich habe keine Eier. Ich weiß alles. Meinte ich, natürlich. Sehr schnell genug, um hinterher zu fliegen in dem Moment? Irgendwie nicht. Aber das habe ich trotzdem noch bekommen.